Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Tomb Raider. Ja, nachdem wir in der letzten Folge so, ich sag mal, gefailt haben, beziehungsweise einfach den Weg nicht gefunden haben, weil es ist halt auch nicht ersichtlich, dass man da runter kann, würde ich sagen, probieren wir einfach mal, weil ich bin frisch gestärkt. Ich hoffe mal, ich bin nicht mehr ganz so hart gefrustet vom Spiel. So. Und wir gucken einfach mal, dass das jetzt klappt. Ups, einmal darüber. Jetzt wieder an der Seite hier langhangeln. Ah, wieder ein Pfeil in den Arsch gekriegt. Das ist nicht so gesund. Vor allen Dingen, dass das Bild hier so hart wackelt, ne? Das ist schon... Boah. Sag mal, haben die Pfeile auch einen Schatten da unten? Sehe ich das richtig? Cool. Das ist ja optisch schön. Gefällt mir gut. So, okay. Sollen wir rüber? Und dann einmal. Ups. So, okay. Nachdem ich das letzte Mal da versucht habe, irgendwie hinzukommen, ich probiere das mal in die Mitte zu hüpfen. Weil... Ja, siehst du, geht nämlich besser. Kriegt man nicht so viel Schaden. Ah, heiß. Darüber, ne? So, okay, das halten wir. Oh nee, das sind solche Platten, die kaputt gehen. Oh nee. Oh nee. Oh, fuck nochmal. Irgendwie wollte sie da jetzt nicht springen. Ich habe eigentlich gerade Viereck gespammt. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ah, okay, nochmal. Manu. Das ist eine interessante Stelle auf jeden Fall. So, erstmal wieder heilen. Kennen das Prozedere. Schließen. Und laufen. Das wird sogar so ein bisschen so ein Run and Gun gerade, das Spiel. So. Okay. Langsam fühle ich mich hier schon so ein bisschen wie so ein Pro, wenn ich hier so gekonnt runterjumpe. Aber nein. Ich bin ganz und gar kein Pro. Wie diese Session hier immer beweisen, wenn ich jedes Mal von vorne anfangen muss. Das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Aua. So. Okay, gleich sind wir drüben. So, jetzt. Okay, schnell weg. So, jetzt kommt hier wieder das Pendel der Liebe, was uns gerne zu Hackfleisch machen würde. Ups. So, aber das war souverän gemeistert. Das eher nicht. Aua. Diese kleinen Knubbelse, die da hochkommen. Unfassbar. So, okay. Wir laufen nochmal ganz gemütlich dahin. So. Und... Oh Gott, geschafft. Okay, was erwartet uns hier? Ein Abgrund? Ach du Schande. Na gut. Ein Speicherpunkt. Ich werde bescheuert. Endlich mal ein Speicherpunkt. Oh, hallo? Wieso kann ich denn nicht speichern? Jetzt mach doch. Mann. Oh, ein Glück. Spiel ist schon echt hart. Kann ich nicht einfach darüber? Muss doch da hoch, oder? Sag mal, ich kann doch einfach darüber hüpfen, oder? Aber wo dann hin? Hä? Au. Okay, ich muss da, glaube ich, rein. Oh, Mann, dieses Spiel, ey. Warum? Warum macht man das so unfassbar kompliziert? Ja gut, ich meine, wir sind wirklich vor dem Ende, aber warum so unfassbar kompliziert? Boah, wie mies. Warum ist sie denn nicht zur Seite gehüpft? Ich wollte zur Seite hüpfen, das klappt nicht.
Das hat irgendwie nicht geklappt. Ich wollte zur Seite hüpfen, aber irgendwie wollte sie da nicht. Gut, okay. Alle bekannten Dinge sind wie immer drei. Wir hatten das schon mehrfach. Beim dritten Mal klappt's. Wird zu schön. So, okay. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo muss ich denn da hin, wenn ich hier ums Eck, da unten rechts. So, das Medipack kann ich vergessen, oder? Komme ich da nochmal durch? Ich glaube nicht, oder? Doch, ich komme noch durch. Ich kann es noch mitnehmen. Gib's mir. Danke. Jetzt sag mir nicht, dass ich da jetzt nicht nochmal reinkomme. Doch, okay. Hä? Oh je. Oh Mann, warum mache ich das? Warum spiele ich dieses Spiel? Weil es Spaß macht. Okay. Ich probiere es einfach mal. Wir gucken, wie weit wir kommen. So. Na dann. Au. Du sollst mir keinen Skalp machen, du Scheißding. So. Okay, die Kugel ist jetzt hinter uns runtergefallen. Was kommt denn jetzt hier? Lava? Oh, ne. Hallo? Sammel auf. Okay, Lavaklumpen, die sich aus der Wand herausschieben. So. Mach auf. Jetzt reicht's aber so langsam, ja? Wir könnten jetzt echt mal aus diesem Tempel hier raus. Also ich hätte jetzt langsam... Hä? Langsam aber sicher Bock, diesen Tempel zu beenden. Ah, hier kam die Lava, ne? Oder? Kam hier die Lava? Hinter uns her? Oh, fuck my life. Oh, ne. Wo muss ich denn hin? Okay. Muss ich da irgendwie runter? Ich komme da zwar rüber, aber... Um welchen Preis? Zu welchem Preis? Muss ich hier hoch? Das ist viel zu hoch. Hä? Ja, wo zum Geier muss ich jetzt hin? Wo zum Geier muss ich jetzt hin? Und da oben kam die Kugel, da muss ich nicht hin. Muss die wahrscheinlich einmal triggern oder wieder zurückhüpfen. Oh Gott. Okay, so geht's natürlich auch. Einmal dran festhalten. Oh, Alter. Ey, langsam reicht es aber echt, ne? Oh, ne. Kommen hier nochmal solche Feuerdinger. Oh, ey, du willst mich echt verarschen, oder? Du willst mich doch echt verarschen. Ich komme da gar nicht rüber. Wenn die Dinger die ganze Zeit kokeln. Hier wieder Krokofanten unterwegs? Ja. Bis jetzt sehe ich noch keine. Ich hoffe, hier kommen keine Krokodile. Ich muss erstmal den Hebel finden oder Schalter oder irgendwas, um das Feuer da oben auszukriegen. Hä? Oder ist das wieder so ein Ding, wo man loslaufen muss? Ist das wieder so ein Ding? Oh, bitte nicht. Meine Güte, ich hab mich doch schon mal mit so einer Passage gequält. Oh, nee, ey. Da muss man einfach... Hä? Es ist nicht ausgegangen. Okay, warum geht es nicht aus? An der Wand auch nicht, ne? Nee. Okay. Ich könnte es schaffen, wenn ich so an der Seite irgendwie vorbeihüpfe. Vielleicht klappt's. Aber, boah, ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Fall nochmal rein. Einfach nochmal schönes, kühles, nass. Schönes Bad nehmen. Warum denn nicht? Bevor wir uns hier in die Flammen begeben, kann man sich ruhig nochmal ein bisschen nass machen.
Ja, sehe ich ganz genauso, Spiel. Sehe ich ganz genauso. Aber wie will man da sonst anders drüber kommen? Da kannst du doch nur auf die Kante oder so. Pff, es ist nicht anders möglich. Geht nur so. Na gut. Ein kleines Medipack nochmal einwerfen. Und wieder so ein Ding. Und wieder Spikes. Oder tief. Sieht aus wie tief. Oh nee. Gut, haben wir geschafft. Uiuiui. Oh, ein Secret? Wo muss ich denn hin, wenn ich nicht hier rüber muss? Muss ich irgendwo runter oder was? Auf jeden Fall erstmal ein Medipack gefunden. Das ist schon mal viel wert. Hier liegt noch ein Mun. Liegt hier noch da vorne liegt noch mal ein Clip. Ach, die sieht man immer so schlecht. Manu. So, okay, das hätten wir. Muss ich ernsthaft das kleine popliche Loch jetzt da unten treffen? Oh, fuck. Okay. Na gut. Probier's. Alter. Oh, geschafft. Warum? Warum macht man sowas? Ey. Okay. Sind wir gleich raus? Hallo? Wir sind jetzt wieder in so einem Sanddingens hier. Oh, ein Speicherpunkt. Yippie. Ein Speicherpunkt. Oh Mann, ey. Warum wird das hier zum Ende hin so hart? Ich meine, klar, es macht ja Sinn, das Ende nicht nur so Pipi-Kram machen zu müssen, ne? Aber warum denn so hart? Oh, nee. Gegner. Wer bist du denn? Hä? Wo ist das? Au. Wer bist du denn? Hä? Die ist doch tot! Die ist doch tot! Hä? Wo kommt sie denn her? Wo kommt die denn her? Die ist doch tot! Die ist abgeschmiert! Ist das jetzt unser Endboss? Rein zurück. Au! Das hat gesessen. Oh, fuck. Down with the sickness. So. Hallo? Komm schon, du bist tot. Sie ist tot. Aber ich kann irgendwie nicht an ihr vorbei. Ich hoffe, sie ist tot. So leicht wirst du mich und meinen Brot nicht los, Lara. Kinder. Komm schon, stirb doch. Ja, warte, ich muss mich nochmal heilen. Meine Güte. Boss-Time. Also das ist jetzt wirklich Boss-Gegner, oder? Komm schon. Bist du jetzt endlich tot? Jetzt ist er endlich tot. So, noch irgendwas zum Einsammeln? Nö. Meine Fresse, ey. Die wollte aber auch nicht tot gehen, oder? So, haben wir es jetzt? Wo muss ich jetzt raus? Ich hoffe mal hier hinten. Ich gucke einfach mal. Also, ich konnte jetzt rüberlaufen über sie. Ich gehe jetzt davon einfach aus, dass sie tot ist. Ich weiß es aber nicht. Ich hoffe, sie bleibt liegen. Oh, nochmal Muni. Warum? Boah, drei Clips? Uff. Hä? Okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier nur noch entkommen irgendwie. Liegt die jetzt noch da irgendwo? Wo lag die denn? Wo hab ich denn die umgeballert?
War es nicht hier hinten? Ich keine Ahnung mehr. Irgendwo habe ich sie gerade weggeknallt. Ich hoffe einfach mal, da liegt sie, okay. Ich hoffe einfach mal, sie ist tot und sie bleibt auch tot. So, hier muss ich zwar wahrscheinlich hoch, aber das ist zu hoch. So. Müssen wir jetzt einen Ausgang finden. Der ist da oben, wahrscheinlich. Oder? Oder da? Ja. Nee, so komme ich nicht hoch. Ach, einfach hier hochlaufen, oder was? Autsch, das tat weh. So, gucken wir mal, ob wir hier lang müssen. Das ist zumindest ein Weg, der hoffentlich noch draußen führt. Weiß es noch nicht. Oder führt er jetzt nur nach oben? Ernsthaft. Wo ist der vermaledeite Ausgang? Muss ich irgendwie... Hä? Muss ich da hoch? Scheint mir fast so. Es scheint mir fast so. Na gut, dann probieren wir das einfach nochmal, weil es so schön war. Mal. So. Wenn wenigstens dieses Gepolter mal aufhören würde, das macht einen ja wahnsinnig. Die ganze Zeit das Bild so wackelt. Boah. Also wenn ich unter Motion Sickness leiden würde, dann würde ich spätestens jetzt eine Meise kriegen. Aber zum Glück habe ich das Problem nicht. So, okay. Anlauf und alle hopp. So. Ich gehe davon aus, dass ich darüber muss. Ich weiß es aber nicht. Ist nur die Frage, wie kommen wir dann da hoch? Achso, man kommt einfach so hoch. Alles klar, gut. Hä? Hallo? Ah, jetzt. Ich dachte schon, sie will sich nicht festhalten. Ging irgendwie gerade nicht. Muss ich mich jetzt noch irgendwo anders hochhangeln, rüberhangeln, seitlich hangeln? Ich hoffe es doch mal nicht. So. Jetzt bin ich bestimmt irgendwo hier oben und mich runterfallen lassen? Oh nee, ich will nicht. Okay. So, wir drehen uns einmal rum. Und probieren das auf diesem Wege. So, okay. Ich glaube, ich muss da rüber. Komme ich da einfach so rüber? Boah, könnt ihr das mal aufhören, so zu wackeln? Macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Könnte gut sein. Eieieiei. Komm schon, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir hängen dran. So, komm, ey, das muss jetzt aber der Ausgang sein, ja? Bitte. Das reicht jetzt. Das reicht jetzt einfach. Bitte, Spiel. Zeige mir den Ausgang. Na, hallo, geh mal hoch. So, ich hoffe, hier kommt nicht nochmal irgendeine doofe Kugel oder sowas. Nein. Bitte nicht noch so eine Sprungpassage. Bitte nicht. Ah, da ist schon wieder ein Loch im Boden. Ich werde wahnsinnig. Das muss doch irgendwann, muss es doch mal zu Ende sein, oder? Ich sehe nichts, wenn das so rumpelt. Ich sehe absolut gar nichts. Na. So, da muss ich hin. Einfach darüber. Einfach rüber. Hm, klingt machbar. So, und jetzt hier hoch. Komm schon. Und das sieht jetzt endlich aus wie ein Ausgang. Und die Kamera zeigt so ein bisschen von hinten. Und wir rutschen in die Freiheit. Hoffentlich. Bitte, 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 lass mich endlich hier raus. Ja. Freiheit, ich komme. Oh Mann.
Oh, die große Pyramide. Besiegt die Gegner 23 Gegenstände, 22 Geheimnisse, 2 von 3, benötigt Zeit 47 Minuten. Nein, das stimmt nicht. Das war wesentlich mehr als 47 Minuten. Oh. Überschreiben. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, das war's jetzt. Sieht sehr danach aus. Oh mein Gott, wir werden mit Dreiecken beschmissen. Ich frage mich gerade ganz ernsthaft, was kann bei so einer Pyramide bitte alles explodieren? Außer sie ist von den Goa'uld. So viel Explosionskrams war doch da gar nicht drin. Da war doch gar kein TNT, das hatten wir doch vorher in der Mine. Obwohl, ja gut, da stand genug von dem Zeug rum. Ah, süße Freiheit. Haben wir es geschafft. Es sieht danach aus. Das Ende. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das Ende. Also das, ich habe mir jetzt gerade zum Schluss nichts Sehnlicheres herbeigewünscht als das Ende, weil das war jetzt einfach nur noch und noch mehr drauf und noch mehr drauf und noch mehr drauf und du musst noch da rauskommen und dies und das und jenes. Das war jetzt schon ein bisschen fies zum Ende hin, aber es hat trotz alledem Spaß gemacht und ich frage mich, warum es hier keine Credits kommen. Gibt es hier noch Credits? Controller, Bildposition, Sound? Nein, keine Credits? Wieso gibt es hier keine Credits? Das Spiel hat keine Credits für uns, das ist aber schade. Einfach so zu Ende. Na gut, ich lasse dieses Menü gerade nochmal hier stehen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotz alledem, dass es jetzt zum Ende hin so ein bisschen holprig war, trotzdem noch Spaß gehabt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn es mich zwischendurch echt hart gekillt hat. Und ich muss jetzt auch sagen, also ich, beziehungsweise ich kann jetzt auch sagen, ich habe endlich das allererste Tomb Raider mal durchgespielt. Und das war nicht die Anniversary Edition, die ich schon vor weiß ich nicht wie vielen Jahren durchgespielt habe. Es hat schon Spaß gemacht und es war schon toll. Aber jetzt bin ich auch echt froh, dass es zu Ende ist. Ja, und mit diesen letzten Eindrücken aus dem Demo-Modus sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für das Dranbleiben. Und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder, wo ich mal gucken muss, was es wird. Ich habe jetzt so ein paar Sachen aufgenommen, vor allen Dingen auch im Stream. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was als nächstes. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.